Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Steaming Around. Ja, und diesmal im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich zeige euch, wir spielen Steam Will Dig, A Fistful of Dirt. Ja, ausnahmsweise mal die PS4-Version. Ich habe es zwar auch für PC, aber ich habe mir gedacht, das ist zurzeit im PlayStation Plus als Gratis-Spiel drin. Da zeigst du einfach mal die PS4-Version. Sieht man hier natürlich auch unten an den Tasten. Und wir nehmen uns Platz A. Ich habe das noch kein einziges Mal auf der PS4 angezockt. Auf PS3, auf PC bin ich da schon relativ weit. Ist ein verdammt geiles Buddelspiel. Nennen wir es einfach mal so. Welcome to Tumbledon. We are nuts for gold. Population 3. Unter uns wackelt der Boden. Und wir landen erstmal unten, irgendwo in einer Höhle. Ja, und Rusty nur... Tja, so wie ich reingekommen bin, komme ich wohl nicht wieder raus. Könnte Teil der Mine meines Onkels sein, bräuchte nur ein bisschen Farbe. Sehe mich besser um, bevor mein Licht zur Neige geht. Ah, werte Dame. Dorothy! Hey, was glaubst du, was du tust? Dein dramatischer Auftritt hat die Decke einstürzen lassen. Tut mir leid, meine Dame. Mein Onkel hat mir die Mutung für diese Mine geschickt. Ich bin nach Tumbledon gekommen, um herauszufinden, warum, und dann eingebrochen. Oh, du bist Joes Neffe. Er war schon eine Weile fort. Ich habe mich hergeschlichen, um ein bisschen was rauszuholen, und da... Ich habe ihn gerade gefunden. Es tut mir leid. Du solltest selbst nachsehen gehen. Ja, an sich... geiles Spiel. Wir haben oben rechts unsere Lichtanzeige, die langsam zur Neige geht. Oben links haben wir noch, ist es bloß unsere Lebensanzeige. So, wir holen uns erstmal noch ein bisschen Licht hier. Wir können natürlich leider hoch und runter klettern. Hier haben wir ein bisschen Leben. Und unten seht ihr schon diese Anzeige, wo drei leere Flächen sind. Ja, und da werden sich nette Mineralien verbergen. Lang nicht gesehen, Onkel. Entschuldige, dass ich nicht früher gekommen bin. Du hast immer behauptet, wir seien uns so ähnlich. Trotzdem verstehe ich nicht, warum du mir die Mutung geschickt hast. Ich bin kein Bergmann. Tja, ich nehme dir ungern deinen Kram weg. Wenn ich aber deine Picke mitnehmen dürfte, könnte ich aus diesem Verlies entkommen. So, jetzt haben wir unseren ersten Gegenstand. Mit Kreis nutzen wir das und graben uns ja einfach mal raus. Wir können nach oben graben, wir können nach unten graben und zur Seite. So, Dorothy, was hast du? Ah, du hast eine Picke gefunden. Siehst wie ein echter Bergmann aus damit. Das ist gut. Der Türhebel ist nämlich verschüttet worden, als du reinkamst. Du musst einen Tunnel unter uns ausheben, um ranzukommen. Ja, das schaffen wir schon. Und man muss halt auch wirklich beim Buddeln aufpassen, wie man buddelt. Damit man halt nicht nur wieder rauskommt, sondern auch, damit man sich nicht den Weg zu bestimmten Materialien bzw. Erzen zubuddelt. Weil ich habe jetzt bis hier gebuddelt, ich kann jetzt nicht hier sagen, ich will hier oben weiter buddeln, geht nicht. Deswegen muss man da schon ein bisschen mit planen, wie man da weiter buddelt. Ey, hier lang geht's. So, und wir haben den Türhebel fast erreicht. Ich hebeln den natürlich um. Ja, die geht ohne uns weiter, ist klar. Ja, wie ihr gesehen habt, Wandsprünge können wir auch. Am Anfang hat man halt noch so gut wie gar keine Fähigkeiten groß. Aber das kommt noch, das kommt noch. Und unten sehen wir haben noch keine von diesen Kugeln, kein Geld. Wir haben quasi noch gar nichts. Kratzen an der Oberfläche, haben wir sogar eine Trophäe bekommen.
So, das ist die Welt von Tumbledon. Du bist ja professionell umgegangen mit dieser Mine. Da du ja obendrein der neue Besitzer bist, solltest du sie vielleicht in Betrieb nehmen. Bring mir das Erz, das du findest. Ich bezahle dich anständig dafür. Diese Stadt kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Ich bin übrigens Dorothy. Also, warum baust du nicht ein paar Edelsteine ab? Aber wir reden noch mit den anderen. Das ist nämlich Cranky. Meine Freunde nennen mich Hank oder Cranky. Du kannst mich Mr. McCrank nennen. Du solltest dir eine bessere Picke besorgen. Tja, leider haben wir keine Ressourcen, wo die Mine doch geschlossen war. Das hier ist quasi, hier kann ich jegliche Sachen verbessern. Hier kann ich kaufen, wie es natürlich auch drüber steht. Was hast du mir Schönes mitgebracht? Gar nichts. Ja, und hier ist eine Dame. Schön, ein neues Gesicht in der Stadt zu sehen. Vor allem so ein hübsches. So, jetzt, ich musste bloß mal kurz warten, bis das Sprachding von der PlayStation weg ist. Wir haben hier nicht viele Neuzugänge. Die Leute ziehen hier eher weg von hier. Du bist also unser neuer Bergmann. Schade, dass der alte Joe nicht mehr da ist. Er hat schon eine Weile nicht mehr gut ausgesehen. Du bist ein stiller Kerl, genau wie er, was? Na dann, übernehme ich das Reden. Ja, nee, ist klar. So, und hier vorne ist immer irgendwo eingebrochen, hier, vorm Schild noch. Aber hier kommt noch einiges mehr dazu, als bloß dieser Eingang, wo wir jetzt reingehen. So, und hier unten seht ihr schon, direkt unter uns, buddeln wir uns gleich mal hin. Und das war Kupfer. Also gehen wir gleich mal hier nach rechts weiter. Das war Schrottium. Ihr seht halt auch unten an den Balken, man kann nicht nur eins von jedem pro Slot nehmen, man kann mehrere, ich glaube 3 oder 4, es kommt immer aufs Erz drauf an. So, ich würde sagen, wir buddeln uns gleich mal hier entlang. Wir haben jetzt so eine hässliche, ja, so ein Wurm, so eine Made. Aber die haben wir jetzt gleich getötet, indem wir den Block, wo die drinne gesteckt hat, einfach zerschlagen haben. Weil sonst buddeln die sich selber frei und gehen uns bloß auf die Nerven. Und das brauchen wir ja nicht. Das sind jetzt noch wirklich minimalistische Beträge, die hier sind mit den 6 Dollar, glaube ich. 7 Dollar mittlerweile. Also wie ihr seht, gehen bloß unnötig aufs Schwein, die Viecher. Verkaufe Beute. Ja, das könnten wir machen. Wir könnten natürlich auch noch ein Stück tiefer buddeln. Und das Vieh kommt. So, spinnst wo. Ja, und das Licht ist wirklich sehr wichtig, weil wenn der Balken abgelaufen ist, das könnte ich eigentlich demonstrieren, aber da läuft zu langsam ab. Das würde man später auch besser sehen. Wird das wirklich stockduster hier drin. So, die Binding of Isaac wurde fertig installiert. So ein Zufall, dass das hier in der Aufnahme zu sehen ist. Aber, ja, da würde ich sagen, gehen wir erstmal an die Oberfläche. Rechts sieht man auch noch so schön die Karte und halt wie tief wir schon sind am Schürfen. So, Dorothy, meine Gute. Jetzt hast du den Bogen langsam raus, was? Du solltest mal bei meinem Vater im Verbesserungsladen vorbeischauen. Wenn er sich um deine Picke gekümmert hat, kannst du noch tiefer graben. Du musst dir nicht unbedingt sagen, dass du mich da unten aufgegabelt hast. So, und man levelt halt immer noch ein Stück auf pro Dollar, die man abgibt. Wir haben jetzt zum Beispiel... Geh und frag meinen Papa, ob er dir die Picke repariert. Wir haben jetzt zum Beispiel die schärfere Picke freigeschaltet. Können wir uns auch schon holen. Dann gibt es noch die Kupferpicke, die halt noch besser ist. Und dann gibt es noch Leitern, die man setzen kann. Aber wir holen erstmal bloß die scharfe Picke. Ja, müsstest du ja dann... Auf der Suche nach bin ich da unten noch auf etwas anderes. Eine Höhle. Vielleicht solltest du sie dir ansehen. Tür hat allen möglichen Kram darin untergebracht. Aber sei vorsichtig. Die Biester sind ziemlich dreist geworden, seit er nicht mehr da ist. Na, dann wollen wir mal fix.
Ich werde aber, das kann ich schon mal sagen, das Steaming Around wird nicht so lang werden wie sonst, denke ich mal, weil das ist halt wirklich nur eine Art Minispiel. Und ihr habt schon gesehen, die Steine machen wir jetzt mit einem Schlag kaputt. Ein Citrin. So und so und... Naja, du Bastardwesen. Ja, bei den Steinen hier müssen wir aufpassen, wenn wir da runterbuddeln, ja, dann fallen uns die Steine auf den Kopf. Nennen wir es mal so. Jetzt habe ich mir natürlich ein bisschen das da oben verbuddelt, oder? Nee, noch nicht ganz. Hier kann ich das mal zeigen, ist das? Nee, das sind gar nicht solche Steine. Du kommst her und wir buddeln uns hier, dass wir immer noch so ein bisschen Ausweich haben zum Hin- und Her-Buddeln. Weil wenn ich jetzt bloß gänge ohne solche Sackgassen machen würde... Oh, ich muss erstmal hoch, ich muss erstmal verkaufen gehen, weil, wie ihr seht, diese Edelsteine, Zitrine zum Beispiel, die nehmen so einen Slot für sich selbst ein. Das heißt quasi, ups, für uns, wir müssen wieder hoch. Du hast was Gutes gefunden und da sind wir schon bei $36 und wir sind auf ein neueres Level gekommen. Das heißt, wir können Cranky gleich wieder besuchen. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Das könnt ihr, wenn ihr das Spiel habt, selber durchlesen. Wir können uns heilen lassen. Können uns die Kupferpicke holen. Die Lampen, die man platzieren kann, damit es hell wird. Aber ich würde sagen, wir holen uns die Kupferpicke erstmal. Danach den mittleren Beutel, wenn wir wieder Money haben. Das heißt, dass dort unten und unser Erzplatz, sag ich mal, dass da eins mehr ist. Und wir haben jetzt eine noch stärkere Picke und wir sind hier falsch. So schnell geht's schon, trotz Karte verlaufen. In dieser noch kleinen Mine, muss man ja dazu sagen. Mit zwei Schlägen ist es jetzt kaputt hier. Diese etwas stärkeren Böden. Das ist noch ein bisschen Kupfer. Und dort ist... dort ist die Höhle, wo wir hin sollen. Da würde ich sagen, wir gucken da einfach mal rein. Und dieses scheiß Vieh dort, lass mal einfach mal Vieh sein. Und wir gucken uns jetzt mal hier um. So. Das sind die Steine, wie ich es gesagt habe. Die fallen halt runter, sobald wie man da ja was wegschlägt. Das tut alles auffüllen. Wasser, Leben und Licht. Obwohl wir noch nicht mal Wasser haben. Muss man ja dazu sagen. Und hier gibt es eine Verbesserung. Und zwar die Sprintstiefel. Vier gedrückt halten, da können wir rennen. Aber hier können wir zum Beispiel noch nichts machen. Können uns höchstens hier unten mal noch umgucken. Aber ich glaube... So, sprint. Ja, nee, da komme ich noch nicht ran. Da fehlt mir noch was, um dort diesen Block wegzuschlagen. Hier genauso.
Ja, okay. Da fehlen uns noch so die ein oder anderen Sachen, damit wir da Freude haben. So nenne ich es einfach mal. Mach schon. Wenn ich sag, du sollst das abbauen, dann sollst du das auch abbauen. Und ich lässt dann nur noch genug Zeit, um das Erz abzubauen, jawohl. Weil viele Erze haben gut ist. Und wir gehen jetzt erstmal hoch mit unseren schicken Stiefeln. Nützen uns natürlich in unseren eigenen Höhlengewölbe nicht viel. Aber halt gerade bei solchen Sachen, weil hier gibt es ja viele solche Dungeons, wie wir gerade schon waren, das sind die doch relativ nützlich. So, gutes Mädel. Ja, es war jetzt nicht viel Money, aber naja. Ja, als nächstes gibt es hier die Bronzepicke und den mittleren Beutel immer noch, den wir uns noch nicht holen können. So, runter. Das passiert halt, wenn man wenn man so einen Stein auf die Erze fallen lässt. Es geht einfach kaputt, wird zermatscht. Blöde Sau. So, und wir gehen jetzt einfach mal tiefer nach unten. Ich tue mal wieder. Na, du blöde Sau. Muss ich es halt so machen. So, und jetzt tun wir uns das noch freibuddeln. Und halt, uns wird halt auch auf der Karte angezeigt, wie viele Schläge wir für das Material brauchen. Wir brauchen jetzt zum Beispiel 3 Schläge, um das zu zerhauen. Bis auf die hier natürlich. Das ist ja so Staubzeug, sag ich mal. Das braucht etwas weniger, also 1. Ändert sich aber halt je nach Tiefe und je nach Hacke bzw. Werkzeug. Weil, das kann ich schon sagen, es wird nicht nur eine Hacke geben. Ah, hier haben wir schon mal das Wasser. Na, da habe ich es verkackt. Habe ich schon wieder verkackt. Ah, das schaffen wir schon. So, da muss bloß so springen. Ding dong, da habe ich eine E-Mail bekommen, was ihr wahrscheinlich nicht gehört habt oder bloß leise. Ah, verdammt. Das muss doch machbar sein. Später ist es auf jeden Fall machbar, wenn wir da noch eine Erweiterung haben. Ich würde sagen. Ne, erst das zu hauen, dann das zu hauen, dann das zu hauen. Wie ihr schon seht, unser Licht wird immer kleiner. Deswegen sollten wir. Ist das eine? Ne, das ist ja nicht wieder da. Sollten wir erstmal nach oben gehen.
Ups. Ja, wir können ja auch hier lang gehen. Ist ja hin wie her. Da lang und hier rum. Man müsste sich halt hier noch Schilder basteln können, damit man weiß, wie man laufen muss. Beziehungsweise ich könnte mich auch so mit einer Abkürzung. Jetzt können wir erstmal wieder unsere 27 Tacken loswerden, die wir hier gesammelt haben. Und damit haben wir aber noch nicht das nächste Level erreicht. So, wir holen uns erstmal den Beutel. Und jetzt haben wir noch 14. Und das behalten wir erstmal so. Und wir gehen jetzt wieder runter. Haben wieder volles Licht. Und wie ihr seht, das wird schon relativ tief hier. Oh, jetzt haben wir Fallschaden bekommen. Das war so an sich nicht geplant. Aber da sind wir schon wieder repariert quasi. Sarkasit. Also wie ihr seht, diese ganzen Edelsteinnamen sind schon relativ so, ja, wir nehmen einfach mal alles auf die Schippe, was wir finden können. Ich würde sagen, wir begeben uns nach unten in die Höhle. Nebenbei, oh, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Kacke gebaut. Ich erst zur Seite machen müssen und dann nach unten, aber naja. Wie viel haben wir denn hier? 14. Okay. Da haben wir ein bisschen Licht gefunden. Ist halt immer verschieden, was da fallen gelassen wird von den Gegnern. Oder von diesen Maden, Würmern, keine Ahnung. Aber wir sehen schon auf der Karte, wo wir hin müssen. In eine Tiefe, wo, ja, wo die Wesen quasi... So war es nicht geplant, aber okay, danke. Und Edelsteinblöcke brauchen natürlich immer etwas mehr. So. So, wir gehen mal weiter nach unten. Und dort haben wir eine Art Teleporter. Da wird man natürlich gleich erstmal hingehen. Weil das Schöne ist, die sind überall verteilt, damit kommen wir ganz schnell an die Oberfläche. Und ja, kann uns alles bloß helfen. Eine Kohlelaterne freigeschaltet. Und das Spiel wird automatisch gespeichert. 50. Ach, und hier brauchen wir solche Kugeln. Die haben wir natürlich noch nicht. Deswegen, wir holen uns die Bronzepicke. Damit wir schneller picken können. Dann gibt es die Eisenpicke und immer weiter. Und der Teleporter hier, der bringt uns immer an den zuletzt in der Höhle benutzten Teleporter. Also wenn ich jetzt da reingehe, komme ich natürlich hier raus. Ist klar. Saufi. Elendes. So, und dort ist die Höhle, wo wir hinwollen. Oder hin sollen, je nachdem. Und wir gehen auf jeden Fall rein. Ach, okay. Und das sind solche Kugeln, die wir unbedingt brauchen. Gucken wir uns natürlich hier erstmal um. Ja, und die Käfer dort links, ja, dieses Riesenvieh. Das ist scheiße, weil, wie ihr seht, das schießt mit Stacheln. Aber kann uns relativ egal sein, weil solange wie das bloß allein ist, geht das noch.
Wir holen uns jetzt erstmal, ich glaube, den Dampfsprung. Ja, der Dampfsprung. Sehr feines Ding. Wir müssen bloß ins Wasser stellen, damit wir uns quasi unseren Wassertank, den wir jetzt erhalten haben, auffüllen können. Jetzt lassen die nämlich auch Wasser fallen. Und jetzt tun wir so aufladen und Sprung. Verbraucht einen kompletten Balken. Kann man auch noch umändern. Okay. Ein Rätsel, wo wir mit netten Sachen belohnt werden am Ende. Die Kugeln sind halt, wie gesagt, eine Währung für sich, die es aber wert sind, gefunden zu werden. Ich meine, wir haben jetzt 10 Stück schon und in unserer Kaufsliste sind zurzeit erstmal bloß, glaube, ein was gewesen mit 3 Stück drin. Von daher, hier haben wir noch ein bisschen Bronze, die wir uns mitnehmen. Und wir können, wie ihr seht, einen Wasserplatz nicht dauerhaft nutzen, weil das ist irgendwann aufgebraucht. Ist ja auch klar. Da habe ich noch ein bisschen Erz gefunden. Ach nee, hier müssen wir ja lang. So, und mit dem... Krummel. Mit dem Dampfsprung jetzt in der Tasche gehen wir noch mal ganz kurz nach oben, da wo diese andere Höhle war, wo wir ja noch nicht weitergekommen sind. Die mit dem Wasser, die ist hier irgendwo, ja. Weil jetzt kommen wir da auch weiter. Glaube ich zumindest. Okay, ein bisschen üben und dann klappt das schon. Jawohl. Ihr seht, man schafft alles, wenn man nur will. Man kann natürlich auch wieder runterspringen, wenn man nur will. Ist jetzt noch nicht so, wie es sollte. Weil hier haben wir noch ein bisschen Kugeln. Und ihr wisst ja, zu Kugeln sage ich nicht nein. Hammer? Ja, Hammer. Ich werde jetzt aber gleich wieder nach unten gehen, um den unteren... Ja. Jetzt seht ihr, jetzt laufen wir im Dunkeln durch die Kante. Zum Glück weiß ich ungefähr, wie ich lang muss, um zu dem Teleporter zu kommen. Weil an der Erdoberfläche seht ihr sofort, lädt sich das alles wieder auf. Ja, und jetzt ist es wieder voll. Und wir können jetzt mal zum Cranky gehen noch. Holt uns die Kohlelaterne, dass unser Licht länger hält. Jetzt fehlt uns natürlich etwas Geld, um noch etwas anderes Zeug zu holen. Jetzt haben wir oben aber, seht ihr, 4 solche Lichtbalken. Ach, die. Was hat denn die gute Dame gerade auf Lager? Die wählen. Ah, eine Bonne ist allein. Erkunde die Höhle. Genau. Und das ist jetzt halt, das Prinzip ist immer weiter runter. Nimm mal noch hier ein bisschen was mit. Immer weiter runter, immer weiter erkunden und alles. Und halt, man findet immer hochwertigere Erze,
immer tolleres Zeug, man verbessert sich, man hat dann irgendwann noch einen Bohrer und so viel schönes Stuff. Ja, macht auf jeden Fall viel Spaß, ist ein schöner Indie-Titel. Und den gibt es für PlayStation 4 als PlayStation Plus-Nutzer zurzeit gratis. Also wer PlayStation Plus und PS4-Nutzer ist, zuschlagen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und damit verabschiede ich mich. Macht's gut, liebe Leute, und tschüss. 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 Tschüss.